Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Routinen schaffen und aus Disziplin Gewohnheiten werden lassen. Ja, um jedes Ziel zu erreichen, braucht ihr auf jeden Fall gewisse Routinen. Und Routinen sind wichtig, um jeden Tag die kleinen Dinge zu tun, die euch am Ende zu eurem Ziel führen. Disziplin ist am Anfang anstrengend. Wenn ihr eine Diät startet, ist es am Anfang schwer, die Gewohnheiten umzustellen. Dazu benötigt ihr dann Disziplin. Oder wenn ihr abnehmen möchtet und Sport macht, braucht ihr am Anfang ein bisschen Disziplin, um den Arsch vom Sofa hochzubekommen und wirklich ins Fitnessstudio zu gehen und das Fitnessstudio zu einer neuen Gewohnheit werden zu lassen. Und es ist total egal, ob ihr als Ziel habt, euch weiterzubilden und deswegen jeden Tag eine halbe Stunde lesen möchtet oder ob ihr eure Ernährung umstellen möchtet und einfach auf fettarme Produkte umstellen möchtet und euren Geschmack da so ein bisschen anpassen müsst. Und es gibt ganz, ganz viele Routinen, die wir uns angewöhnen. Bei vielen Leuten ist es zum Beispiel eine ganz einfache, natürliche Routine, dass sie morgens früh aufstehen und einen Kaffee trinken. Oder bei anderen ist es dann auch schon Routine, zu rauchen und so weiter. Und diese Routinen werden zu Gewohnheiten. Und Gewohnheiten sind ganz, ganz schwer zu ändern. Und gerade weil sie so schwer sind zu ändern, können wir uns das Ganze zu Nutzen machen. Denn wenn wir erstmal Gewohnheiten geschaffen haben, die für unser Ziel arbeiten, dann erreichen wir mit Leichtigkeit das Ziel, was wir uns dann letztendlich vorgenommen haben. Das heißt, aus Disziplin wird irgendwann Gewohnheit. Und wenn ihr es geschafft habt, die Gewohnheiten zu etablieren in eurem Leben, dann wird es einfach. Denn dann müsst ihr nicht mehr nachdenken, ob ihr etwas tut und ihr braucht auch keine Überwindung mehr, um etwas zu tun, sondern ihr tut es halt einfach, weil es eine Gewohnheit ist. Es ist genauso, wie wenn ihr morgens früh aufsteht, Kaffee trinkt oder abends Zähne putzt, bevor ihr ins Bett geht. Es ist einfach eine Gewohnheit. Ihr denkt darüber nicht mehr nach, ob ihr das jetzt tun müsst oder nicht. Und es ist auch keine Überwindung mehr, das zu tun, weil ihr es automatisch tut. Letztendlich besteht unser Leben ganz, ganz viel aus Routinen und Gewohnheiten. Und die Schwierigkeit von vielen Leuten ist es, die Disziplin zur Gewohnheit werden zu lassen. Und vielleicht braucht ihr eine gewisse Zeit, Disziplin, um die Gewohnheit zur Gewohnheit zu machen. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich, die Disziplin wirklich aufzubringen. Und ich mache dieses Video, weil ich oft bei Menschen beobachte, dass sie gerne etwas ändern möchten. Bei Personal Trainings Kunden ist es zum Beispiel abnehmen, aber sie schaffen es nicht, ihre Gewohnheiten zu ändern. Und schon mal angewöhnte Gewohnheiten sind halt auch sehr, sehr schwer zu ändern. Aber wenn ihr erstmal am Anfang die Energie und Disziplin aufbringt, diese Gewohnheiten zu durchbrechen und euch neue Gewohnheiten zu schaffen, die für euer Ziel arbeiten, dann habt ihr es leichter. Für mich zum Beispiel ist es eine Gewohnheit, dass ich morgens früh aufstehe, Kaffee trinke und so weiter und dann ins Gym fahre, um zu trainieren. Und ich denke darüber nicht mehr nach, es gehört einfach zu meinem Tagesablauf. Und das versuche ich auch bei vielen meiner Kunden zu etablieren, dass ich die Gewohnheiten von ihnen ändere. Denn wenn ich die Gewohnheiten von ihnen ändere, dann erreichen sie das Ziel von ganz alleine. Dann muss ich auch nicht mehr kommen und ständig sagen, du musst dies oder jenes tun, sondern es funktioniert einfach von alleine. Ich mache es für mich ganz genauso. Wenn ich irgendein Ziel habe, was ich verfolge, dann wende ich erstmal die Disziplin auf, bis aus der Disziplin eine Gewohnheit wird. Und wenn ich merke, aus dieser Disziplin ist eine Gewohnheit geworden und das Ganze arbeitet einfach für mich ganz alleine, obwohl ich gar nichts mehr dafür tue eigentlich, zumindest bewusst. Unterbewusst tue ich dann die ganze Zeit was dafür. Und an diesen Punkt müsst ihr kommen. Ein paar kleine Tipps, die mir geholfen haben, weiterzukommen, ist zum Beispiel auch, dass ich immer Bildung vor Unterhaltung setze. Das heißt, natürlich nehme ich mir Zeit auch für Unterhaltung, sagen wir Netflix oder so, aber
wenn ich mal kurz Zeit habe, dann verbringe ich meine Zeit nicht sinnlos mit irgendetwas wie auf Social Media rumscrollen oder so, sondern ich versuche, mich weiterzubilden. Ich schaue mir ein Tutorial an, ich lese etwas oder sonstiges. Und es hat eine gewisse Zeit gebraucht, das zu etablieren. Ich habe mir auch angewöhnt, jeden Morgen 30 Minuten zu lesen. Und was ich gemacht habe, ich habe mir an meine Tür einen Zettel gehängt, an der Tür zum Bad, wo drauf steht, 30 Minuten lesen jeden Tag. Und ich gehe natürlich morgens, stehe ich auf, gehe meistens erstmal auf Toilette, sehe diesen Zettel und schon weiß ich, ah, okay. Jetzt mache ich das schon eine gewisse Zeit und ich habe diesen Zettel abgehangen, weil ich brauche es nicht mehr. Es ist schon in meine Gewohnheit übergegangen und ich bilde mich jeden Tag weiter. Dieses Video soll dich einfach nur ein bisschen motivieren, die Disziplin durchzuhalten, bis aus der Disziplin eine Gewohnheit geworden ist und bis es nicht mehr anstrengend ist. Denn wenn du an dem Punkt bist, hast du keinen Stress mehr, dann funktioniert alles von alleine. Dann hast du es einfach. Ich hoffe, dieses Video hat dich ein bisschen inspiriert und dich weitergebracht. Wenn du neu auf diesem Channel bist, dann herzlich willkommen. Ich verbringe hier auf diesem Channel meine Zeit mit Fitness, Persönlichkeitsentwicklung, natürlich auch Breakletics und teile viele Dinge aus meinem Leben. Und eigentlich jedes Video, das ich mache, ist persönlich durch irgendetwas in meinem Leben inspiriert worden, durch ein Ereignis oder durch Gefühle, die ich habe. Und das teile ich, denn meiner Meinung nach sind Erfahrungen, die wir machen und Dinge, die wir lernen, nicht einfach nur für uns. Unser Leben ist keine Privatsache. Wenn ich etwas lerne und das dir weitergebe, dann muss ich es weitergeben. Weil wenn es dir da draußen irgendwo hilft, dann habe ich die Verpflichtung, dass mein Leben keine Privatsache mehr ist. Und wir sind alle gemeinsam auf derselben Erde und leben hier zur gleichen Zeit. Und gerade jetzt im Moment ist so eine Zeit, wo meiner Meinung nach vieles im Wandel ist. Und da müssen wir zusammen an einem Strang ziehen, um das Bewusstsein so langsam mal zu ändern und in die richtige Richtung zu lenken. Denn ich glaube, ihr merkt es schon selber. Momentan ist viel, viel los da draußen. Ihr seht es auf Social Media, ihr seht es überall. Und deswegen möchte ich dazu appellieren, dass ihr versucht, ein bisschen bewusster zu leben. Gefühle zulasst, nicht mehr eure Gefühle blockiert und einfach nur funktioniert wie Maschinen. Und liebt eure Menschen in eurem Umkreis. Und ja, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.